Was macht ein Honorarberater? Ein Honorarberater berät in Finanzdingen und Geldanlage gegen ein Honorar. Das ist jetzt relativ neu in Deutschland, denn normaler Finanzberater ist eigentlich kein Berater per Definition, sondern ein Verkäufer. Und das ist vielen Leuten auch nicht bewusst, denn es wäre eigentlich besser, wenn es der Name Finanzverkäufer wäre, weil ähnlich wie es beim Autoverkäufer auch ist, der will einem Auto verkaufen, will ein Finanzberater einem Finanzprodukte verkaufen. Das können dann Fonds sein, also Aktienfonds, aber auch irgendwie geschlossene Immobilienfonds. Und das Problem ist halt, der Finanzberater kostet auf den ersten Blick nichts, aber er kriegt halt Provisionen bei diesem Verkauf. Und dadurch hat er natürlich den Anreiz, eigentlich das Produkt zu verkaufen, wo er am meisten Provisionen bekommt. Und das sind meistens oder sehr, sehr oft nicht die besten Produkte. Denn wenn ich ein super Produkt habe, würde es sich natürlich auch eher von alleine verkaufen. Und es sind dann eher Produkte, die schlecht sind und werden deswegen verkauft, weil hohe Provisionen der Anbieter zahlt, um dieses Produkt, zum Beispiel einen geschlossenen Immobilienfonds oder irgendwelche Containerfonds, an den Mann zu bringen. Deswegen muss man sich schon genau überlegen, ob es Sinn macht, einen Finanzberater in Anspruch zu nehmen. Meiner Meinung nach nicht. Man sollte dann gerade beim kleineren Vermögen das dann selber machen und sich informieren auf YouTube-Kanälen oder wie hier oder auch anderen oder ein paar Bücher dazu lesen. Wenn man ein größeres Vermögen hat, sage ich mal so ab 100.000 kann es sich auch lohnen, Honorarberater zu holen. Man muss aber wissen, die sind nicht ganz günstig und viele, wenn man schon sehr, sehr gut informiert ist, helfen einem auch nicht so weiter. Also wenn ich jetzt irgendwie 120 € pro Stunde zahle, den 4 Stunden in Anspruch nehme, dann bin ich bei knapp 500 €. Deswegen, das sollte schon 100.000, sollte ich schon an Vermögen haben, sonst sind natürlich die prozentualen Kosten dafür zu hoch. Trotzdem ist es was, Finanzsachen, da sollte man insgesamt nicht sparen, wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigen will, dann ist es schon sinnvoll, da Geld auszugeben, denn wie gesagt, wenn man das gut macht, kann man da netto mehr Geld verdienen oder erzielen, als mit normalen Arbeitseinkommen über sein Leben, durch diesen starken Zinseszinseffekt, indem man einfach monatlich einen gewissen Betrag gut anlegt. Also, was ein Honorarberater, der berät einen wirklich unabhängig, weil er einfach pro Stunde bezahlt wird und hat natürlich dann den Anreiz, möglichst gut zu sein und weiterempfehlend zu werden. Deswegen, da hat man da keine Interessenskonflikte und so ab 100.000 Euro, meiner Meinung nach, ist das sinnvoll, wenn man sich nicht selber damit beschäftigen möchte. Es gibt aber inzwischen halt auch sehr, sehr viele gute Quellen, die kostenlos sind.